Herzlich willkommen bei Ländle TV, der Tag am 23. Februar. Heute gibt es einen Ausschnitt vom Ländle Talk mit dem Geschäftsführer des Cashpoint SCA Altach, Christoph Längle. Die besten Szenen vom Eishockey-Ländle-Derby zwischen Lustenau und Feldkirch sowie weitere Sportmeldungen, News und Wetterinformationen. Beim Ländle Talk war der Geschäftsführer vom Cashpoint SCA Altach, Christoph Längle, zu Gast. Einen kleinen Ausschnitt davon gibt es jetzt. Stichwort Europacup noch ein weiteres Mal, da komme ich auf dieses Thema. Die Planungen werden vermutlich schon laufen. Immerhin hat man schon eine gewisse Anzahl an Punkten angehäuft und es sollen ja hoffentlich noch mehr werden. Setzt man sich im Verein auch intensiv mit dem Thema Europacup auseinander, auch wenn es nach außen hin vielleicht anders dargestellt wird? Zum einen ist unser Ansinnen natürlich ganz klar, wir wollen maximalen sportlichen Erfolg, das heißt so viele Punkte wie möglich zu machen. Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Wenn es dann für einen Europacup-Platz reicht, dann freuen wir uns natürlich. Das ist überhaupt kein Thema. Aber so wie vorher gesagt, der Fokus liegt auf dem nächsten Spiel. Von Seiten der Planung her, von Vereinsseite her, müssen wir uns selbstverständlich mit diesem Thema auseinandersetzen. Das verlangt natürlich zum einen auch die Professionalität von uns, natürlich auch der Weitblick. Und im Zuge des Lizenzierungsverfahrens müssen natürlich auch Fragen in Richtung Stadion beantwortet werden, die da heißen, wo würde der SC Altach spielen, wenn wir in den Europacup kommen. Und allein aus diesem Thema sind wir natürlich dazu verpflichtet, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wo würde Altach denn spielen? Gute Frage. Frage, die wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu 100% beantworten können. Was wir leider wissen, ist, dass es in Altach definitiv nicht möglich ist, weil die Cashpoint Arena in Altach diese Auflagen nicht erfüllt, zum aktuellen Zeitpunkt nicht erfüllt und zum anderen wir natürlich auch im Sommer eine Baustelle haben, wie mittlerweile hinlänglich bekannt ist. Also sollten wir in dieses internationale Geschäft hineinkommen, dann stellt sich die Frage, Österreich oder ist es mitunter auch im Ausland möglich? So wie die Ausgangssituation jetzt ausschaut, müsste im Verbandsgebiet gespielt werden, das heißt in Österreich, da wäre Innsbruck naheliegend, da muss mal eine Anfrage an Innsbruck erfolgen, ob überhaupt zeitliche Ressourcen da möglich sind. Es gibt allerdings auch juristische Meinungen, die besagen, dass es theoretisch auch sein könnte, dass man im Ausland spielt. Wir sind da jetzt auch schon unter einem gewissen Zeitdruck und müssen bis Ende Februar hier dieses Auswahlstadion nennen und es gilt für uns jetzt in den nächsten Tagen, diese Frage definitiv zu klären und ja. Den Ländle-Talk in voller Länge gibt es dann ab morgen Dienstag im Ländle-TV-Wochenmagazin. Und bei uns geht es weiter mit den Meldungen des Tages im Überblick. Lebensmittelkontrolle verzeichnet weniger Beanstandungen. Im Jahr 2014 haben die Lebensmittelaufsichtsorgane des Umweltinstituts in Vorarlberg 720 Betriebskontrollen bei Lebensmittelunternehmen durchgeführt. Rund 1580 Lebensmittel und 2000 Trinkwasserproben wurden dabei untersucht. Es gab 14 Anzeigen wegen schwerer Hygienemängel. Wegen kleinerer Mängel wurden 600 Mal Maßnahmen vorgeschrieben. 19 Mal war die Ware gesundheitsschädlich, weitere 20 Mal hygienisch bedenklich, gab die Behörde in einer Pressekonferenz am Montag bekannt. Dieter Buhmann, Leiter des Umweltinstituts, sprach von einer erfreulichen Entwicklung seit dem Jahr 2010. Früher waren 20-30% zu beanstanden, heute sind es nur mehr 10%. Und wie jedes Jahr herrschte am Montag beim offiziellen Fototermin der niederländischen Königsfamilie anlässlich ihres Winterurlaubs im Vorarlberger Skiort Lech am Arlberg ausgelassene Stimmung. Willem Alexander weilt dieses Jahr zum zweiten Mal als König in Lech, wohin die niederländische Königsfamilie bereits seit 1959 reist. Vieles ist dabei längst Tradition, so etwa die Unterbringung im renommierten Hotel Post. In der Eishockey International League beginnt langsam aber sicher die heiße Phase. Die Zwischenrunde wurde am Wochenende abgeschlossen. Wir waren beim Ländle-Derby zwischen Lustenau und Feldkirch mit dabei. Es war angerichtet für das Ländle-Derby zwischen dem ERC Algelastik Lustenau und der Lorenzlift VU Feldkirch. Am letzten Spieltag der Zwischenrunde wurden die Platzierungen für die Playoffs ausgespielt und dementsprechend ging es auch zur Sache.
Den Grün spielten Hausherrn mit einem Traumstart. Barney war bereits in der zweiten Minute zur Stelle und markierte mit diesem Treffer das 1:0 für den EHC Lustenau. Der frühe Führungstreffer hemmte allerdings den Spielfluss der Gastgeber. Die VEU kam immer besser in die Partie und durfte nur 5 Minuten später über den Ausgleich jubeln. Essmann stand in dieser Szene goldrichtig und erzielte das 1:1. Bei diesem Spielstand ging es dann auch zum ersten Mal in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste aus dem Oberland das Kommando. Feldkirch dominierte in weiterer Folge das Spielgeschehen auf dem Eis und belohnte sich auch dafür. Stanley hier mit dem idealen Assist für Christoph Draschkowitz. Draschkowitz hielt einfach drauf, brachte die Scheibe irgendwie an Keeper Reitums vorbei und erzielte so das 2:1 für Feldkirch. Die Gäste nun mit noch mehr Selbstvertrauen und wenig später abermals erfolgreich. Hampel beförderte die Hartgummischeibe hier irgendwie in die Maschen und scorte so zum 3:1 für die Gäste aus der Montfortstadt. Aber die Löwen des EHC Lustenau zeigten nun ihr Kämpferherz. Hampel saß auf der Strafbank, die Gastgeber also in Überzahl und wiederum war es Barney, der traf. Der Legionär in der Zone am rechten Fleck und mit seinem 2. Treffer an diesem Abend. Neuer Spielstand, nur noch 2:3 aus Sicht des EHC Lustenau. Die Partie also wieder offen und im letzten Drittel auch sehr unterhaltsam. Lustenau drückte vehement auf den Ausgleich und Feldkirch ständig für schnelle Breaks gut. Hier setzte Draschkowitz zum Solo an, bei Keeper Reitums war dann aber Endstation. Knapp 1,5 Minuten vor Spielende riskierte Lustenau dann nochmals alles und ersetzte den Torhüter mit einem 6. Feldspieler. Aber Feldkirch gewann das Bulli, sicherte sich die Scheibe und spielte dann geschickt aus der Zone. Meier zog auf und davon und scorte zum 4:2 für die Gäste. Noch war die Partie aber nicht zu Ende, denn wenig später musste wieder gut in die Kühlbox. Lustenau nun also gleich mit 2 Feldspielern mehr auf dem Eis und die Hausherren nutzten diese Chance. Erneut drückte Barney ab und traf zum 3:4. Dies war gleichzeitig aber der Endstand. Lustenau trifft im Playoff-Viertelfinale somit auf den EHC Bregenzer Wald. Feldkirch bekommt es mit Kapfenberg zu tun. Feldkirch hat verdient gewonnen. Wir waren einfach jedes Mal einen Schritt zu langsam. Und ja, also wir sind mal selber schuld, dass wir heute verloren haben und ja, jetzt müssen wir vorausschauen. Wir bleiben beim Sport. Die aktuellsten Meldungen gibt es nun im Überblick. In Sibratsgfäll wurden am Wochenende die Langlauf-Landesmeisterschaften in der klassischen Technik durchgeführt. Die Titel in der Damen- und Herrenklasse über 6 bzw. 9 Kilometer sicherten sich Ramona Düringer vom WSV Andelsbuch und Martin Sutter vom SC Millau. Insgesamt waren 63 Läuferinnen und Läufer am Start. Das war's vom Sport und die Schlagzeilen der Vorarlberger Nachrichten von morgen gibt es jetzt. Die niederländische Königsfamilie ist in Lech gelandet. Am Montag stand das traditionelle Fotoshooting auf dem Programm. Nach dem Wildereifall in Sibratsgfäll wehrt sich der verantwortliche Jagdaufseher Helmut Diem gegen die Vorwürfe. Es sei ein Versehen gewesen und außerdem hätte keine Treibjagd stattgefunden. Er strengt nun eine Anzeige wegen Verleumdung an. Und Immobilien bleiben in Vorarlberg Mangelware. Preissteigerungen werden heuer aber nicht erwartet. Die Schlagzeilen der Vorarlberger Nachrichten von morgen, also heute schon hier bei Ländle TV. Sie sehen im Anschluss noch das Wetter. Ich verabschiede mich bei Ihnen und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss. Heute Nacht sind leichte Niederschläge zu erwarten. Die Schneefallgrenze sinkt dabei bis 500 Meter. In Lagen ab etwa 900 Meter kann der Schnee liegen bleiben. Die Temperaturen liegen heute Nacht zwischen minus 1 und 6 Grad. Der Wind weht mit 8 km/h aus Südwesten. Morgen bleiben die Wolken überwiegend dicht und es kommt besonders in den Morgenstunden zu Niederschlägen bei einer Schneefallgrenze um 400 bis 700 Meter. Am Nachmittag werden die Schauer schwächer und bis zum Abend klingen sie weitgehend ab. Der Mittwoch fällt noch auf die bewölkte Seite und es dürfte zeitweise leicht bis in die Täler herunter schneien. Am Nachmittag gibt es dann Chancen auf Sonne. Am Donnerstag wird es wieder freundlicher im Ländle mit einigen Sonnenstrahlen und am Freitag gibt es Schneeregenschauer bei Temperaturen von minus 3 bis 4 Grad.